Das ist absoluter Wahnsinn. 120 Millionen für einen Spieler. Aber das hat sich ja über Jahrzehnte dahin entwickelt. Ich kann keinen mehr vermitteln, der 20 Euro bezahlt im Stadion. Da wird einer für 120 Millionen, 180 Millionen von links nach rechts transferiert wird. Das ist nicht in Ordnung. Ich bin davon der gleichen Meinung, dass die Summen dem Fußball gefährlich werden können. Ich mag diesen Fußball. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr von der Basis entfernen. Berater mittlerweile sind wichtiger als alles andere. Ich habe da eine andere Haltung zu. Aber wir haben das als Verein auch ein Stück weit versäumt, den Beratern frühzeitig das Stoppschild aufzustellen. Wir profitieren ja alle davon. Im übernächsten Jahr haben sich ja die Einnahmen verdoppelt. Die Fernseheinnahmen, wir kriegen alle mehr Geld. Auch die Frage, das ist manchmal so eine typisch deutsche Frage, ne? Wo soll es noch hinführen? Ne? Das stellt sich in Südeuropa, stellt sich diese Frage keiner. Dass die Ablösesummen steigen, dass die Gehälter steigen, das ist einfach mal so.